Heinrich oder was? Ja, Heinrich Uhren. Auf Kickstarter gibt es eine extrem interessante Kampagne bzw. wird es gegen Ende des Jahres geben und ich hatte die Gelegenheit, Vorserienmodelle zu sehen. Uhren, die mir sehr gut gefallen, weil sie aus der breiten Masse herausstechen und ich bin stolz, sie euch heute schon zeigen zu können. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber 7 von 10 meiner Zuschauer haben meinen Kanal nicht abonniert und nur 3 von 10 werden regelmäßig über neue Videos, die ich mache, informiert. Wenn ihr kein Video verpassen möchtet, was ihr macht, Spaß habt daran, was ich mache und es interessant findet, dann könnt ihr vermeiden, Videos zu verpassen, indem ihr ein Abo dalasst, ganz einfach unten auf den Abo-Button klicken, die Glocke aktivieren und ihr seid auf der sicheren Seite. Heute geht es um eine ausgesprochen interessante Marke, Heinrich. Heinrich ist der Nachname von dem Gründer der Marke Wolfgang Heinrich, ein Hobbytaucher, ein Uhrenbegeisterter, der vor ungefähr 2 Jahren angefangen hat, seine Ideen umzusetzen, eine Uhr zu erstellen und auf den Markt zu bringen, die ganz eindeutig Referenzen an die 70er Jahre hat, eindeutige Referenzen an sein Hobby, das Tauchen. Es ist nicht hundertprozentig eine Taucheruhr, aber dazu komme ich noch. Und das Ganze möglichst eigenständig und ohne den Einheitsbrei, den viele der Kickstarter-Kampagnen und neuen Marken auf den Markt bringen. Ich finde die Uhr ausgesprochen interessant. Sehr, sehr toll gemacht und sie sticht aus der Masse heraus. Und das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Die Uhr wird gegen Ende des Jahres im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne kommen. Der Preis in Deutschland in Euro liegt bei 555 Euro. Den Link zur Webseite verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ich habe nichts davon, ich bekomme kein Geld, ich zahle kein Geld. Ich tue das nur, weil ich die Uhr wirklich klasse finde und ich es wert finde, solche Initiativen auch zu unterstützen. Und nun lass uns mal die Uhr etwas genauer anschauen. Hier sind sie, die 3 Heinrich-Uhren, die ich zum Review habe. Einmal mit einem schwarzen Ziffernblatt, einmal mit einem wunderschönen grünen Ziffernblatt und mit einem herrlichen blauen Ziffernblatt. Lassen wir einmal schauen, wie die Uhr am Arm wirkt. Ich glaube, diese hier hat ungefähr meine Größe. Ja, das passt deutlich besser. Ja, am Arm sieht man, dass es keine kleine Uhr ist, aber dadurch, dass sie keine langen Hörner hat, passt sie sehr gut. Schauen wir uns noch einmal die Maße der Uhr an. Die Uhr hat 41 mm im Durchmesser, hat eine Horn-zu-Hornweite von 47 mm. Und eine Anstoßbreite von 20 mm. Die Gesamthöhe der Uhr, einschließlich des schön gemachten Stahlbodens und des doppelt gewölbten Saphirglases, beträgt 13,6 mm. Ohne Saphirglas beträgt die Höhe 11,5 mm. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht und die 7 mm große Krone ist verschraubt. Zeigerindizes und Lünetteneinlage sind mit Super Luminova BGW9 ausgestattet. Die Uhr wird angetrieben durch ein Sellita SW200-1. Ja, die Uhr ist insgesamt, wie ich finde, sehr, sehr schön gemacht. Ich mag den Bandanstoß, wo man kaum sieht, wo
das Endstück des Bandes ans Gehäuse übergeht. Und auch das sitzt sehr fest. Da entsteht kein Spalt, da wackelt kaum etwas. Also man muss schon extrem genau hinschauen. Und der Anstoß ist genau in der Flucht der Gehäusekante sehr, sehr schön gemacht. Die Lünette dreht mit 120 Klicks. Aber hier muss ich schon ein klein wenig fester zugreifen. Das heißt, diese Lünette ist eher nicht für Taucherhandschuhe und Wasser gemacht. Da komme ich auch schon zu einem Punkt, wo bei dieser Uhr mit Sicherheit sich die Geister scheiden werden. Ihr könnt sehen, es gibt keine Minutenindizes auf dem Blatt, es gibt nur die 5-Minuten-Indizes und die sind sehr präsent und sehr dick ausgeführt. Also eine Uhr, die durch ihr Design wirklich heraussticht und aufgrund der Spezifikationen die Minutenstriche bis 15 vielleicht noch, aber doch sehr klein und nicht sehr präsent ablesbar, keine Minutenstriche auf dem Blatt. Als Taucheruhr geht sie vielleicht nicht durch, aber als eine extrem robuste, sportliche Uhr, die ich vom Design her wirklich, wirklich klasse finde und die mir richtig viel Spaß macht. Eines der Highlights für mich ist ganz klar das Stahlband. Es sieht ein bisschen aus wie ein Meshband, aber hier kann man ganz gut sehen, und später in den Close-Up-Shots sieht man es dann noch besser. Es sind einzelne Metallglieder, die auch klar definierte Kanten haben und auch kein durchgehendes Mesh-Gewebe, sondern, wie man sehen kann, handelt es sich hierbei um verschraubte Einzelglieder, sodass man die Uhr mit den Gliedern entsprechend kürzen kann. Dieses Gewebe ist angenehm flexibel, liegt sehr, sehr angenehm auf dem Arm auf und vor allem, es ist ein Design und ein Anblick des Bandes, den man so definitiv nicht häufig trifft. Die Schließe besteht aus massivem Metall und auch die Schließe selber ist gefräst, hat den Drückermechanismus zum Öffnen und eine Schnellverstellung, wie wir sie von anderen Uhren kennen. Zusätzlich gibt es noch drei Löcher zur Feinverstellung des Bandes, sodass man nicht auf diese Feinverstellung alleine angewiesen ist. Hinzu kommt noch das Heinrich-Löwe-Logo mit dem stilisierten Löwen, also eine durchaus sehr aufwendig gemachte Schließe mit einem extrem interessanten Band, welches in meinen Augen perfekt zur Uhr passt. Ja, Wolfgang Heinrich lebt in der Gegend von Stuttgart, das heißt, die Idee zu der Uhr entstand im Stuttgarter Raum, das Design wurde im Stuttgarter Raum gemacht und die Uhr wird selber in Pforzheim gebaut mit einem guten Schweizer Uhrwerk, also durchaus sehr respektabel und nicht aus irgendeinem billigen Baukasten zusammengesetzt. Lassen wir uns mal einen Blick auf die Makroaufnahmen werfen. Die Zeiger sind poliert. Die Indizes sind gefasst und mit einer dunkleren Farbmasse gefüllt. Die Gehäuseseiten sind mattiert und die Kante selber ist poliert. Wirklich sehr, sehr schön gemacht und eine
deutlich erkennbar aufwendige Verarbeitung. Das Heinrich-Logo wird in der endgültigen Serie wahrscheinlich etwas kleiner ausfallen und möglicherweise wird auch der Spalt zwischen Krone und Gehäuse noch etwas verringert werden, wobei das hier im Augenblick den Spezifikationen entspricht, damit die Krone beim Benutzen das Gehäuse nicht verkratzt. Der Gehäuseboden ist sehr schön und aufwendig gemacht mit dem geprägten Heinrich-Logo und die Stahlbänder sind mit Schnellwechselstegen versehen, sodass ein Bandwechsel bzw. ein Abnehmen des Stahlbandes keine großen Probleme machen sollte. So, und jetzt schauen wir uns die Uhren einmal bei Nacht an. Zuerst machen wir die eine Videolampe aus, dann machen wir die zweite Videolampe aus und sehen die Uhren bei Nacht. Wie ihr sehen könnt, ist die Uhr wirklich sehr gut ablesbar. Allerdings, und das ist ein Kritikpunkt, den ich habe, durch das gewölbte Saphirglas haben wir im Saphirglas Spiegelungen der Indizes, was ein klein wenig verwirrend sein kann und ebenfalls für mich ein wenig verwirrend. Die 12 ist nicht eindeutig gekennzeichnet. Das heißt, wenn der Lünettenring hier oben, der auch nur relativ fein ablesbar ist, verstellt ist, ist die Position der 12 Uhr nicht eindeutig. Nehmen wir mal eine andere Uhr mit einer anderen Uhrzeit zum Vergleich. Auch hier sehen wir, dass sich die Uhrzeit gut ablesen lässt, aber die 12 Uhr Position nicht 100% eindeutig und vor allen Dingen auch nicht schnell zu identifizieren ist. Ihr habt gesehen, diese Uhr gibt es in drei Varianten. Schwarzes Ziffernblatt, blaues Ziffernblatt, grünes Ziffernblatt. Die Kickstarter-Kampagne wird voraussichtlich im September beginnen und der Preis liegt bei 555 Euro bzw. 600 US-Dollar. Das ist die grüne. Das ist die blaue. Und das ist die schwarze Variante. Ja, das war mein Video über Heinrich Watches. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, die Uhr hat euch genauso gefallen wie mir. Es ist wirklich etwas komplett anderes. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da. Kommentiert meinen Kanal, empfehlt meinen Kanal und freut euch auf die nächsten Videos. Ich tue es auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss, euer Axel.